Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich gefragt wurde, um über meinen Besuch in der Nexus Klinik berichten zu können. Mein Name ist Franco und ich komme aus Freiburg, bin verheiratet, habe 4 Kinder, bin selbstständiger Gastronom. Zur Nexus Klinik kam ich durch meine Psychiaterin, die ich in Freiburg zuvor besucht hatte. Nachdem meine Frau mich auf meine Krankheit aufmerksam gemacht hatte, durch das, dass wir unser Restaurant Corona-bedingt schließen mussten, war es mir möglich, mich und meine Depressionen in der Nexus-Klinik behandeln zu lassen. Es waren 10 Wochen, die im Flug vergangen sind und ich positiv erlebt habe. Ich danke vom Herzen dem ganzen Nexus-Klinik-Team für diese Zeit. Wer von Ihnen kennt das nicht oder wurde vielleicht schon einmal von anderen fertig gemacht, weil er ein Handicap hat oder anders ist? Das hört ja nie auf, wenn man da nicht Hilfe bekommt. Umso mehr wir so etwas erleben, umso mehr kann es passieren, dass es im späteren Leben zu Selbstzweifeln und Fehlern des Selbstwerts oder Selbstvertrauen kommt. Wir spielen und machen die Coolen und verstellen uns, um cool rüberzukommen. Dabei sind wir das bereits alle schon lange. Es ist nie zu spät. So etwas verfolgt uns bis ins Erwachsenenalter und sein Selbstvertrauen und sein Selbstwert werden kaputt gemacht. Es kommen Selbstzweifel. Bei mir war es das so, durch meine elterliche Erziehung wurden Muster vorprogrammiert. Ich achtete mehr auf meine Mitmenschen oder um meine Umwelt statt mich und um mich selbst zu kümmern. Meine Trauer oder eine Verletzung wurde überspielt. Ich konnte vieles Alte während meines Aufenthalts aufarbeiten und für mich selber sichtbar machen. Diese 10 Wochen, die ich in der Klinik verbringen durfte, waren wie eine Achterbahnfahrt der Gefühle für mich. Eine Achterbahnfahrt wird es auch in meinem späteren oder momentanen Leben trotzdem geben. Seit der Therapie habe ich mehr Bewusstsein bekommen, auf meine Gefühle zu hören. Meine Therapeutin in der Klinik sagte einmal zu mir, ich soll aufhören, immer für alle alles zu machen oder das Licht anmachen zu wollen für alle. Ich hatte es anfangs nicht verstanden. Heute sage ich ihr vielen, vielen Dank dafür nochmal. Ich arbeite immer weiter daran. So einfach wird das Ganze ja nicht gelöscht. Nach der Entlassung in der Nexus Klinik bin ich komplett erholt nach Hause in meinem Restaurant wieder angekommen. Alles war wundervoll. Wie ein Katapult hat es mich komplett wieder zurückgeschmissen. Das hatte ich zuvor mit meiner Therapeutin auch besprochen. Auch dies glaubte ich ihr nicht. Als sie mir dies sagte, dass dies passieren werde oder kann, doch durch die verschiedenen Erkenntnisse in der Klinik und Wissen, das ich mir angeeignet habe, habe ich es geschafft, wie gesagt, diese Achterbahnfahrt zu steuern. Ja, ich muss mich aber auch bei mir selber bedanken für diese Stärke und Lebensfreude, die ich so entwickelt habe. Vom ganzen Herzen bei meiner Frau und meinen Kindern, die mich immer so toll unterstützt und weiterhin unterstützen. Ich möchte, dass Sie alle, dass wir wissen, dass wir unsere Träume erreichen können. Ich habe für mich entdeckt in dieser Zeit, dass wenn ich herausfinde, wer ich sein will und wer ich sein möchte, so gibt es nichts und niemand mehr, der mich verletzen kann. Deshalb ist es wichtig, sich um sich gut zu sorgen. Seine Wertschätzung und seine Visionen zu heiligen, denn sie werden mich über alles Wertvolle hinwegtragen und mich selbst dann nähren, wenn ich glaube, emotional zu verhungern. Ich stehe hinter mir und dem, was in mir zu Ausdruck schreit oder nach Ausdruck schreit. Ich trenne mich, wenn nötig, von Menschen, die meine Ideale oder Werte nicht teilen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Also ich möchte hier kein Egoist darstellen. Ich möchte einen gesunden Egoismus entwickeln oder das sollten wir haben. Ich gehe an jene vorbei, die meine Träume missachten oder mich daran hindern wollen, sie zu verwirklichen.
Ich lasse mich nicht aufhalten, weil es für andere unbequem werden kann. Dies ist das, was ich Ihnen mitteilen möchte. So hatte ich das gefühlt in dem Aufenthalt, was ich in meinem bisherigen Leben aber auch fast nie praktiziert hatte, mich um mich selbst zu kümmern und um mich zu hören, was mein Gefühl darstellt. Das habe ich in der Nexus-Klinik erleben dürfen und durchleben dürfen, aber auch gelernt. Nochmals betone ich, dass ich mich von ganzem Herzen für die Therapie, aus meiner Sicht war die ein bisschen zu kurz, also ich hatte 10 Wochen, von daher war ich sehr zufrieden. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei allen Therapeuten, Ärzten und die damaligen Mitbewohnern. Euch allen wünsche ich ein glückliches Leben. Auf Wiedersehen oder bis bald. Ciao.